Hallo zusammen, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Antje und heute möchte ich euch das chillige Wanderpaket von der lieben Claudia zeigen. Das ist wieder bei mir angekommen. Wenn ihr wissen wollt, was drin ist, dann bleibt doch gerne dran. Ja, das Wanderpaket hat es wieder zu mir geschafft. Ich muss jetzt nur noch einen neuen Karton besorgen, weil der Karton hat es leider nicht so gut überlebt. Mal sehen, sobald ich einen habe, wird das Paket auch wieder auf Reisen gehen. Auf jeden Fall schnappt euch was zu essen, was zu trinken. Und dann gucken wir mal, was hier drin ist. Das Prinzip von den Wanderpaketen kennt ihr ja, ne? Man sortiert Sachen aus, die man nicht mehr haben will. Guckt sich in dem Paket Sachen raus, die man rausnehmen will. Und ersetzt das dann wieder mit anderen Sachen, die man selber nicht mehr braucht. Hier ist es auch so, dass wir auch markieren, welche Sachen gebraucht sind, welche neu sind. Ja, glaube ich, so war das, genau. Ja, alle Mädels, die mitmachen, falls ihr einen Kanal haben, schreibe ich euch unten in die Infobox. Kennt ihr ja schon. Und dann würde ich sagen, legen wir einfach mal los. Hier haben wir ein Little Box, heißt das Tütchen. Und hier sind ja, Gesichtsmasken drin. Ja, voll süß. Also, ich zeige sie euch mal. Ne? Also Kokosnuss, Butter, auf jeden Fall was für mich. Ne? Hier ist auch süß von Balea. Eins, dann haben wir hier noch was von Isana. Haben wir eine Banane. Und hier, ne? Also voll süß die Masken. Aber was ist das hier? Hallo, die Meerseite. Ach. Och, die Jenny, das ist ja süß. Hat die uns so ein kleines Goodie reingepackt, weil das Paket später los ist. Auch das ist ja voll lieb, ne? Ah, dann hole ich mir auch eine raus, wenn sie uns das schon extra reingepackt hat. Dann nehme ich hier die. Die ist ganz süß. So. Dann packe ich da vielleicht auch noch was Kleines für die Jenny rein, weil das voll lieb ist, dass sie uns da was reingepackt hat. So, dann ist hier noch eine Zeitschrift drin. Ihr wisst, so Zeitschriften sind nichts für mich, deswegen wandert die auf jeden Fall weiter. Ich muss jetzt mal gucken, dass ich ein bisschen Platz kriege. So, dann hier die Waterdrop-Tasche. Was haben die? Ach Gott. Ihr glaubt nicht, was hier drin ist. Guckt mal. Oh mein Gott. Hinzuschwämmchen. Ne, Claudi. Ne, Claudia, voll süß. Ach Gott, die sind ja putzig. Oh, jetzt kann ich mich da gar nicht entscheiden. Kriege ich bestimmt wieder Theater mit meinen Kindern. Tja, welchen nehme ich denn jetzt? Ich glaube, ich nehme einfach hier den. Dann hat mein Kleiner einen eigenen Duschschwamm, weil der mag ja so Dino-Kram. Ansonsten, ja, für meine Tochter hätte ich wahrscheinlich die Giraffe rausgeholt, aber egal. Einer reicht ja. Ach Gott, und dann sind hier noch so Rasierklingen für uns dabei. Witzig. Ja, keine Ahnung. Also falls so ein Duschschwämmchen übrig bleibt, ne, könnt ihr das gerne drinnen lassen. Dann würde ich noch eins für meine Tochter rausholen, weil die hätte da bestimmt auch Spaß dran. Aber dann hole ich den hier für meinen Kleinen raus. Also Dankeschön. Da wird er sich auf jeden Fall drüber freuen. So, dann haben wir hier so einen Pinselreiniger. Sowas brauche ich aber nicht. Das lasse ich drin. Und dann haben wir hier von La Riesée ein Parfum. Die 41, keine Ahnung, was das ist, aber ich hole es mir nicht raus. Ich werde auch nicht dran riechen, weil ich habe bei mir erst den ganzen Kram aussortiert. Da brauche ich mir nicht was Neues holen. So, dann haben wir hier die Gratisbox. Ich könnte da mal einen kurzen Blick reinwerfen. Ich werde das jetzt nicht alles durchgehen. Ich gucke da gleich einfach mal in Ruhe für mich danach. Vielleicht ist da was dabei. Ansonsten mal sehen. So, jetzt haben wir hier die erste Box. Black Boxman. Irgendwie habe ich die ganze Zeit das Gefühl, ich niesen muss. Entschuldigung. So, hier haben wir Hello Good Stuff, ein Herbal Face Mist. Keine Ahnung. Calm and Clear mit grünem Tee. Oh,
Teebaumöl, ja, nee, nein, das bleibt da. Das, den Duft, den mag ich nicht so gerne. So, haben wir hier eine kleine Palette von Manhattan? Nee. Nicht. Huda Beauty Gold? Also bei Gold hätte ich irgendwie mehr Gold erwartet, ne? Als so zwei Töne. Ich hatte mal hier so von Huda Beauty Palettchen, so kleine, die waren nicht schlecht, aber spricht mich nicht an. Oh, das ist das nämlich Gold. Hier von Revolution. Highlighter, ne? Ja, Ingot Highlighter. Ja, nee. Brauchen wir nicht. Was haben wir hier? Bella Pierre Cosmetics. Mineral Blush Amaretto. Ja, brauche ich aber auch nicht. Ist hier so eine Tasche. Was ist hier drin? Ach, Nagellack, Leute. Guckt mal. Verschiedene Nagellackfarben. Aber brauche ich nicht rausholen. Nagellack verwende ich keinen. Der hält bei mir nämlich höchstens 5 Sekunden. So, dann haben wir hier. Terra Naturi, ein Gorgeous S Shell Eyeshadow Palette. Ganz süße Töne. Ist auch eine süße Palette, aber ich würde sie eh nicht benutzen. Also ist es zu schade, sie rauszuholen. Ach hier. Laplace. Die Palette kennt auch jeder. Ne? Das ist eine schöne Palette, aber habe ich schon. Die nächste. Ist auch wieder ganz schön voll. Oh, hiervon habe ich das den Badeschaum. Den mag ich voll gerne. Aber nee, das hier. Amlafrucht und Patchouli von Tesori d'Oriente. Aber nee, das riecht nicht so wirklich gut. Dann haben wir hier etwas von Be Good Honey Camelina Facial Exfoliator. Nee. Matte Maski. Einmal Sleep Repair Renewal Nourishing Mask. Aha, das ist so. Aber ich habe noch so viel Zeug da. Nein. Was haben wir hier? Alice im Wunderland? Sisi, ah. Ist lila? Okay. Ich aber auch nicht. So. Ja, das hier ist von Revolution. Keine Ahnung, was ist das? Cloud Elixir. Hm, keine Ahnung. Ich hole es mir aber auch nicht raus. So. BB Waschgel und milder Make-up-Entferner mit Aprikosenduft, normale und Mischhaut. Stell ich mal auf die Vielleicht-Seite. Könnte ich für meine Tochter rausholen. Das hier ist ein Deo? Ja. Nein, brauche ich nicht, weil wir benutzen keine Sprühdeos. Wir haben ja von Wild alle das feste Deo. Was ist das? Könnt ihr das sehen? Ich werde jetzt wahrscheinlich zu hell, ne? Das ist von Pune Kanyul Moisture Ampulle. Stelle ich auch mal auf die Seite. Könnte ich für mich rausholen. Mal sehen. So, Taft Wunder Wellen, Wellenspray, Wellen und Locken ohne Hitze. Ah, das will ich mal ausprobieren. Ich mag ja gerne Locken in meinen Haaren, aber meine Haare sind eigentlich ein bisschen zu schwer dafür. Hier von Beauty Way, ne? Ja, Brightening Serum, Vitamin C und Peptide.
Nein. Was haben wir denn hier? L'Oreal Hydra Genuss Aloe Water. The Liquid Care. Morgens und abends auf die gereinigte Haut auftragen. Ja, nö. Brauche ich auch nicht. E-Cooking mag ich nicht so. Ehrlich gesagt, von E-Cooking dieses Repair Shampoo. Nee. Und wir haben hier. Das ist auch süß. Got to be spitzenmäßig. Leichtes Styling-Haaröl. Pflege bis in die Spitzen, ohne zu beschweren. Glänzende Styles. Ach, kann ich mal gucken. Eventuell hole ich mir das raus. Mal sehen. Eine Pinkbox. Ach du je. Das ist aber eine kleine. Guckt mal. Ruby Queen von SheGlam. Oh, zum Glück ist sie hässlich. Ja, also mir gefällt die überhaupt nicht. Sehr cool. Kann ich die einfach da weglegen, ohne mir Gedanken machen zu lassen. So, hier haben wir Elemis Superfood. Nein, brauchen wir nicht. Dann haben wir Wishful. Ist voll süß, ne? Wishful Thirst Trap Juice. Was? Peptide Serum. Okay, nee, brauche ich nicht. Guckt mal. Wild Cherry Magic Zauberhafte Pflegeglück Handcreme von Trickle Moon. Wie süß. Dann hier von Rituals. Dieses, was ist das, Körperöl oder was? Ja, Body Oil. Nee. Hier, das ist von mir zurück. Von Maria Gallo. Eine Creme oder so. Lege ich die darüber. Mal gucken. Falls noch ein paar mehr Sachen zurückkommen. Ah ja, das hier ist auch von mir. Da kennt ihr ja, wenn das zurückkommt, dann verlose ich das an euch. Das heißt, es sind schon mal zwei Sachen, die wir verlosen können. Hier. Chili Vanilli Face und Body Highlighter. Den habe ich bei mir selber aussortiert. Deswegen werde ich mir den hier jetzt nicht rausholen. Dann haben wir hier, ich glaube, das ist ein Mascara, oder? My Choice. Nee, Lipgloss. Ein Lipgloss. Dann haben wir hier ein Water Cream Stick Foundation von, ach ja, hier, Douglas. Also, aber es ist auch nichts für mich. Ah ja. Hier, die Palette ist auch zurückgekommen. Oder habt ihr schon drei Sachen, die ihr gewinnen könnt hier? Ah ne, da kommt noch was zurück. Guckt mal hier. Von Rival de Loop Starry Sky, dass diese Metall, die so aussehen wie, wenn ich euch zeige, ne? Also es gibt ja eine Firma, die so ähnliche herstellt. So, die sind auch noch komplett neu. So, was haben wir hier? Von Catrice Blooming Bliss. Ganz hübsche Farben, aber ich habe so welche schon von Natasha Denona. Also nein. Und hier haben wir BH Cosmetics Miss Bella Dark Side. Das finde ich die nicht so hübsch, ne? Muss ich sagen. Nee. Glossy Box. Hier. The Ordinary. Retinol in Squalan. Okay. Ja, brauche ich aber nicht. Ich habe so viel Zeug hier. Sigma. Oh je, guckt mal. Die ist ein bisschen langweilig aus, ne? Nee. Von NARS? Ich habe bei mir das aussortiert. Guck mal hier, Be Perfect. Was heißt das? Polar Vortex. Da, schaut mal. Ist ganz hübsch, ne? Aber würde ich eh nie benutzen.
So, dann haben wir hier von Isadora Lip Desire. Das ist eine hübsche Farbe, aber ich habe so viele Lippenprodukte da. Hier Mint Melt von Elf. Die hatte ich auch mal, die habe ich aussortiert. Und ich glaube, die hier kennt auch jeder, ne? Sophie und Mabel. Highlighter Blush. Nee. So, von Alverde. Ein Blush, ne? Ja, Rouge Duo. Ganz hübsch, aber. Oh, das ist ein bisschen. Von Essence ein Mono-Lidschatten. Dann haben wir hier von Revolution ein Mascara in Waterproof. Und das hier ist von Pixie by Petra ein Silky Eye Pencil. Okay. Dann haben wir hier von Elf. Ist auch ein Rouge, ne? Ist zugeklebt, aber ich denke, wäre so Rouge Highlighter. Dann haben wir von Catrice Blush Box New Shade. Das ist die Farbe 030 Warm Soul. Und dann haben wir hier The Body Shop Coconut Bronze, Matte Bronzing Powder. Ja, brauche ich aber auch nicht. Die nächste Box. Was ist das? Biomembranmaske Hyaluron. Okay. Dann haben wir hier Edelweiß von The Body Shop. Das hier ist von LH Cosmetics Shaping Light Glow. Luminous Light Reflecting Cream for Radiant and Glowy Skin. Echt? Weil Glowy mag ich ja an sich gerne. Gucken wir mal. Sieht man was? Sehe jetzt nichts, ne? Also jetzt hier so sehe ich, aber in der Kamera sehe ich es nicht, ne? Ich lege es mal auf die Vielleicht-Seite. So, was haben wir hier? Wasserspray für Gesicht und Körper, fruchtige Erfrischung. Könnte ich mal auf die Seite stellen, weil die kann ich immer mal wieder brauchen. Dann haben wir hier Physiogel Daily Moisture Therapy Cremes. Die lasse ich drin. Dann hier Basic Skin. Was ist das hier? Keine Ahnung. Weiß nicht genau, was das ist. Ist aber auch zugeklebt, deswegen kann ich es nicht rausfinden. Regen. Ein Nachtelixier. Ach ja, dann haben wir hier Fresh Kombucha Cleansing Treatment. Wandert auch ins Paket. Das auch von mir, dann wandert das auch rein. Dafür ein Öl. So, dann haben wir L'Oreal Prime Lab 24 Stunden Redness Eraser Niacinamide. Das hole ich mir mal raus, weil im Moment habe ich hier so ein bisschen mit Rötung zu kämpfen. Vielleicht hilft das ja. Zumindest, dass man es nicht mehr so doll sieht. So, dann haben wir hier. Ich hoffe, ihr könnt es lesen. A New Daily Defense Moisturizer. Vitamin C, mein Gott. Von Avon. One minute. Was haben wir hier? Wie süß, guckt mal. Peeling Face Mask. Orange Sorbet. Gesichtsmaske Peeling. Ja, Orange mag ich ja ganz gerne, aber ich habe so viel Peeling da, brauche ich nicht. So, dann kommen wir zur letzten Box. Dann haben wir es geschafft für heute. Uiuiui, die ist wieder ganz schön voll.
Cool, vorsichtig, bevor ich hier alles rauswerfe. So, hier haben wir ein Lipstick, Liquid Lipstick, ein Lip Cream, Matte Me von Sleek. Nee. Dann haben wir hier von Revolution Pore Blur, Blur und Primer. Okay, gut. Dann haben wir von L'Oreal Infallible. Brauche ich auch nicht. Dann haben wir, weiß ich nicht genau, von Jadis Travel Exclusive Lotion. Ist das ein Parfum oder was? Ja, aber nichts für mich. So, dann haben wir von Icona diesen Highlighter. Den brauche ich auch nicht. Dann haben wir hier was sehr Goldenes, ne? Metal Matte Liquid Lipstick. Midas Metallic, ja. Midas war ja der mit der goldenen Hand. I Love Stage, das ist Concealer oder was? Ne, Eyeshadow Base, ja. Habe ich aber auch genug, da brauche ich nicht. So. Dann haben wir hier von Schwarzkopf Fiber Clinics ein Hydrate Treatment für die Haare, so eine Haarmaske. Dann haben wir Revlon Clinic, eine Unique One All-in-One Hair Treatment. Nicht. Dann haben wir hier wieder von Profusion ein Bulletproof Metallic. Das ist eher so Bronze, finde ich. So, und dann haben wir nochmal Hotline Metallic. Ja. So, dann haben wir hier von Balea ein Glow Toner. 2% Vitamin C, 1% Panthenol verleiht einen zarten Glow. 10% Skin Moisture Komplex. Das so ist. Könnte ich mir vielleicht rausholen. Vielleicht mache ich vielleicht Seite. So, dann haben wir hier etwas von Colourpop. Mono, aber brauche ich nicht. Dann haben wir hier Wimpern. Auch nochmal. Aber die brauche ich auch nicht, weil ich habe meine Wimpernfirmen, die ich verwende. So, das hier ist von, was ist das? Sephora, ein Rouge Velout Brillant. Eine Lip Cream. Aha, eine Lip Cream. Dann haben wir hier von Judith Natural Blush. Also von Judith Williams. Ja, brauche ich aber auch nicht. Kia D London. Nein. Und dann haben wir hier von Clarins. Was ist das? Everlasting Foundation. Nein. Also in der Farbe, aber brauche ich auch nicht. So, dann werde ich jetzt mal kurz überlegen, was ich behalte und dann bin ich gleich zurück und erzähle es euch. So, da bin ich wieder. Wir gucken uns jetzt mal gerade an, was ich behalte. Also hier das Wasserspray behalte ich. Ich behalte hier von L'Oreal den Primer. Von BB das Waschgel, dann hier den schönen Duschschwamm, das Haaröl, dieses Wellenwunder. Ich will das mal unbedingt ausprobieren. Ich glaube da zwar nicht dran. Dieses Pyunkanyul benutze ich oder will ich mal versuchen. Von Balea den Toner mal ausprobieren und von LH Cosmetics dieses Highlighter-Dings und die Maske. Und hier, das war ja noch das Geschenk von der Claudia, die das Ding. Und ja, genau, die Produkte, die ich rausgenommen habe, die wieder zurückgekommen sind hier. Die 1, 2, 3, 4, 5 hier. Wenn ihr die gewinnen wollt, wir sind sogar 6, dann schreibt einfach in den Kommentar Hashtag Wanderpaket. Dann könnt ihr an der Verlosung teilnehmen. Die Teilnahmebedingungen kennt ihr ja, stehen dann unten in der Infobox. Da könnt ihr dann in Ruhe nachgucken. Und ja. Dann würde ich sagen, sind wir jetzt auch fertig mit dem Wanderpaket. Ja, das Paket wird demnächst wieder auf Reisen gehen. Claudia, super lieben Dank, dass ich immer noch bei diesem Paket dabei sein darf. Es macht immer Spaß, es auszupacken und eine Kleinigkeit finde ich ja für mich immer.
Ja, aber ist auch ganz gut, weil dann wandern wieder andere Sachen von mir weg, die ich auf jeden Fall nicht verwenden werde. Deswegen alles gar kein Ding. Und ich teile ja auch mit meinen Kindern, also ist das auch alles ganz gut. Ja, damit würde ich sagen, sind wir dann jetzt am Ende vom Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Bleibt alle gesund und ich hoffe, wir sehen uns ganz schnell wieder. Bis dann. Ciao.